Da wir jederzeit mit Turbulenzen rechnen müssen, bleiben Sie jetzt bitte angeschnallt auf Ihren Plätzen und klappen Sie die Tische vor sich nach oben. Na toll, Turbulenzen, die hatte ich schon vermisst. Na ja, jetzt hör auf, die Fäuste zu... Der Opernregisseur Jerry, gespielt von Woody Allen, und seine Ehefrau Phyllis reisen nach Rom, um dort den italienischen Verlobten ihrer Tochter kennenzulernen. Ich kann es kaum erwarten, Ihren Verlobten kennenzulernen. Ja, ausgerechnet ein Kommunist auch noch. Wir haben keine kommunistische Partei mehr. Nein, er ist einfach nur ein Linker. Als ich in seinem Alter war, bin ich auch links gewesen. Aber doch niemals Kommunist. Aber ich könnte nie... Woody Allens neuester Film To Rome with Love dreht sich um die unterschiedlichsten Liebesgeschichten und Abenteuer, die alle in der ewigen Stadt spielen. Da ist zum Beispiel der junge Architekturstudent Jack. Jack lebt glücklich mit seiner Freundin zusammen. Als jedoch deren beste Freundin Monica zu Besuch kommt, verfällt er dem Charme der koketten Egozentrikerin. Sie ist klug, hat Humor. Die Männer liegen ihr zu Füßen. Das muss an ihrer sexuellen Ausstrahlung liegen. Ich hatte schon immer irgendwie den Drang, mal mit einer Frau zu schlafen. Und als es dann passiert ist, war es unglaublich. Sie ist der Hammer, oder? Oder der Durchschnittsrömer Leopoldo, gespielt von Roberto Benigni, der plötzlich über Nacht grundlos berühmt wird. Du bist berühmt! Was haben Sie heute gefrühstückt? Leopoldo versteht zwar die Welt nicht mehr, er liegt aber schnell den Verführungen, die der Ruhm mit sich bringt. Wer ist das? Tanja, meine beste Freundin. Sie wollte unbedingt auch mit dir ins Bett. Ich habe ihr gesagt, dass du für sie bestimmt auch noch Zeit hast. Das wird einer der schönsten Tage ihres Lebens. Mit To Rome with Love setzt Woody Allen seine filmische Reise durch Europa fort und steht neben Stars wie Alec Baldwin, Penelope Cruz und Roberto Benigni seit langer Zeit auch wieder selbst vor der Kamera. Das ist Michelangelo. Hallo. Das ist mein Vater. Freut mich. Ohne Gewerkschaften wären die Arbeiter verloren. Der Junge ist Kommunist, der Vater ist Bestatter. Leitet die Mutter eine Leprakolonie? Die Spiegel-Online-Kritik. Nach London, Barcelona und Paris hat sich der Regie-Altmeister von der italienischen Metropole zu einem der besten Filme seines Spätwerks inspirieren lassen. To Rome with Love ist so überdreht wie anrührend. Stell dich vor, warten Sie, ganz ruhig. Mach schon, eine Frau wird Sie wahrscheinlich nicht abstechen. Sag mal, Mariangela, lass los. Ganz ruhig, regen Sie sich ab. Nein, so sind Probleme nicht zu lösen.